Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nö, Gameplay als Hobby und ich bin zurück zur Pokémon-Auswahl, weil ich musste, es war Zeit, alles klar. Auf jeden Fall, es war Zeit, heute mein erstes Pokémon Tekken Video endlich mal wieder nach 2 Wochen online zu stellen. Und das hatte Vorrang gehabt, also musste ich hier raus und bin wieder bei der Pokémon-Auswahl. Und ja, einen Kampf haben wir noch mit Knackrack erstmal und dann kann man mal wieder gucken und mal wieder mit jemand anderem kämpfen. Ich mache immer mit jedem Pokémon mal so 3 Videos, mit denen ich halt kämpfen möchte. Und dann sehen wir weiter. So, zoomen in den nächsten Gegner. Und hoffen, dass wir vielleicht gewinnen können. Ein neuer Herausforderer. Jesse aus Deutschland. Hallo Jesse. Und du verstehst mich sogar. Hallöchen. Auch mit Knackrack. Das finde ich aber nett. Gruppe D2. Mit 87 Siegen. Oh. Freut mich, dass noch jemand aus Deutschland mit Knackrack spielen möchte. Knackrack ist ein tolles Kampf-Pokémon hier im Spiel, ne? Ja, das kenne ich. Oh Mann, gegen mich selbst immer spielen ist echt scheiße. So, geht doch. Entschuldigung, Jesse, es tut mir leid. Ich weiß, es ist echt nervig mit diesen Art Konter, den man da machen kann. Aber es ist wirklich sehr hilfreich. Nein! Und man kann gut Konter machen dabei. Nicht Konter. Ich meinte, Kombos. Nein! War gerade am drüber hüpfen. Na gut, dann machen wir das jetzt auch mal hier so. Okay. Tut mir leid, Jesse. Aber war schön mit dir zu spielen. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Oder vielleicht kommst du auch auf YouTube und guckst mal das Video und dann sieht man sich vielleicht dort. Ich würde dich auch willkommen heißen als Abonnentin. Okay, plus 100 Punkte. Sehr schön, wunderbar. Wir kriegen wieder Punkte zusammen. Und ein Glücksbonus. Braune Haare. Mokuhila. Sehr schön. Braucht kein Mensch. Dann holen wir uns jetzt den nächsten Kampf. Mal schauen, gegen wen wir kämpfen dürfen. Vielleicht nochmal gegen sowas Nettes? Ein neuer Herausforderer. Der Ivan aus Italien. Glogok. Mit dem habe ich heute keine gute Erfahrung gehabt.
Gruppe E1, Sieger 48, dürften wir eigentlich schaffen. Nichts für ungut, Ivan. Ist nicht böse gemeint. Ich habe auch schon oft gegen schlechtere verloren. Diese Attacke hasse ich. Okay. Die Attacke keine gute Erinnerung bei meiner Aufnahmesession momentan. Können wir auch. Ups. Einmal von den Beinfähigen. Okay, der zweite Kampf in Folge gewonnen. Sehr schön. Ivan, mach dir nichts draus. Du kannst besser werden. Man hat in anderen Videos vorher gesehen, dass ich mit Knackknack nur Chance gegen Logok hatte. Man kann mit Logok also wirklich sehr gut werden. Bleib einfach dran. Dann wird es vielleicht auch bei dir besser. Und wir kommen zum letzten Kampf mit Knackknack bei der Aufnahmesession heute. Dann habe ich wieder ein paar Teile im Voraus, das ist gut. Vicente Meister aus Spanien. Mit Pikachu. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich denke mal eher weniger. Auch Gruppe D1. So, mal schauen, ob wir eine Chance gegen Pikachu haben. Pikachu ist schnell, das kennen wir schon. Da hatte ich immer Probleme gehabt. Ich war zu langsam. Boah. Da ist er doch voll über meinen Schwanz gesprungen. So, auch einer, der eigentlich nur dasselbe macht mit seinem Pokémon. Ich glaube, der kennt sich mit dem Pikachu doch noch nicht so stark aus. Vielleicht probiert er mit dem was Neues aus. Ich weiß es nicht. Oh, Donner erwischt. So Mist. Ich glaube, es wird Zeit für mein Limit. Damit ich wieder ein bisschen Leben dazu kriege.
Kein Donner. So, funktioniert doch. 2-0. Sehr schön. Ein Aufnahmeteil mit 3 Kämpfen und 3 Siegen. Das finde ich schön. War aber ein netter Kampf. Aber doch mal mit so einer Leichtigkeit gegen Pikachu gewinnen, das finde ich gut. Plus 100 Punkte und unser goldener Punkt, der da unten irgendwie aufglüht, der rutscht immer weiter nach vorne. Das finde ich gut. Eventuell kommen wir irgendwann mal zur Gruppe C5. Das wäre ja mal echt interessant. Da war ich noch nie. Ich hatte ganz früher, vor meiner Aufnahmezeit hier, hatte ich nochmal die Chance gehabt, auf C5 zu kommen. Hat es aber nicht geschafft. Und bin auf der Ernst geblieben und irgendwann wieder abgestiegen. Aber gut, okay. Ja, Mensch, das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Lea Gentles als Hobby. Das war doch ein gutes Abschlussvideo mit Knackrack. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Jesse, falls du immer noch zuguckst, abonnier mich. Du verstehst mich wenigstens. Du bist aus Deutschland. Da kann ich dir wenigstens mal sowas raten und sagen. Na egal. Okay. Wenn man sich auf jeden Fall mal wieder sieht, würde mich freuen. Und ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und auf YouTube generell. Und vielleicht sieht man sich bei einem anderen Let's Play noch bei mir. Und ansonsten hier beim nächsten Teil. Auf Wiedersehen. Tschüss.